Amicia? Tu mir nicht weh. Wo sind wir? Nein. Es geht wieder los. Ich brauche Hilfe. Warte. Warte auf mich. Ganz allein hier? Wo ist Amicia? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Ich bin am Überlegen, ob das von der Optik her vielleicht ein bisschen schöner aussehen würde, wenn ich das Ganze ein bisschen dunkler mache. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt noch was sehe, weil der andere Teil davor war ja auch relativ hell. Nein, wegfliegen. Bleib hier. Atmen. Atmen. Alles gut, Kleiner. Alles gut. Nimm dir eine Tüte und dann atme tief ein und atme tief aus. Kann ich irgendwie schleichen oder so, damit er sich nicht erschreckt? Jetzt bin ich wieder am Laufen. Aber ich denke mal nicht, dass das damit zusammenhängt, sondern dass der wohl immer... Ah, da hinten links muss ich wohl rum. Wo willst du hin? Ja, er will mir den Weg zeigen. Okay. Ich muss zurück. Der Kleine kann nicht laufen. Das kann nur die Große anscheinend. Ich muss zu Amicia und Mama. Also sprinten. So. Was war das jetzt gerade hier für so ein unheimliches Gesicht hier kurz drin? Hallo? Vielleicht weiß er, wo sie sind. Wer ist er? Der Vogel? Vielleicht hier entlang. Naja gut, ist scheinbar ein Phönix oder sowas, ne? Vielleicht weiß der tatsächlich, was abgeht hier. Was? Wo bin ich hier? Amicia? Mama? Lukas? Aber hier sieht es auch sehr hell aus. Ich würde sagen, ich schau mal eben... Schlecht. Halt doch mal die Klappe. Ich würde sagen, ich schau mal eben nach und ja, sehe euch direkt wieder. Ja, also ich habe es dann mal ein bisschen dunkler gestellt, aber ehrlich gesagt sehe ich jetzt nicht so wirklich viel Unterschied. Das hat jetzt nicht allzu viel gebracht. Okay, wir werden einfach mal weitermachen. Hallo Vogel, kannst du mir den Weg zeigen? Das ist nett von dir, danke schön. Ich muss einfach immer geradeaus laufen, nehme ich an. Leider kann ich nicht sprinten. Nein! Es tut weh! Bitte! Bitte! Aber hatte der Kleine so Probleme, dass das wehgetan hat? Ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern. Ach, jetzt kann er gar nicht mehr laufen. Jetzt kann er nur noch hin und her torkeln. Weil ich sagen muss, die Grafik wirkt hier gerade ziemlich schrebbelnd. Hör auf zu schreien und hilf mir! Hilf mir! Such sie! Hilf mir! Nein! Nicht das! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Hör auf zu schreien! Was willst du denn? Du bist so laut! Wem schon gut! Ich komm ja! Ich komme. Ich werde mich im Fluss ertrinken. Sterbe ich jetzt? Ja, wenn du da reingehst, bestimmt. Ich will nicht sterben. Und dann geh nicht ins Wasser. Aber nein, er geht ins Wasser.
Es geht wieder weg. Es ist das Wasser. Du hast mich gerettet. Dankeschön. Ich komme wieder, ja? Mit einem Freund. Sieh an, wer wach ist. Gut geschlafen? Ich habe was geträumt. Wo sind wir? War es wieder dein Traum von der Insel? Ja, ich war krank und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet. Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof? Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde, deswegen habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia... Es war eine lange Reise, Hugo. Wir sind alle erschöpft. Aber die rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten, ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut. Sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Wir mussten fliehen. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition verfolgen würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Hoffen wir, dass sich unser Besuch dort lohnt. Das wird er. Die Makula ist nicht nur in Hugos Blut. Sie betrifft uns alle. Und sie kann alles verändern. Was heißt, sie betrifft uns alle? Wer ist das? Ich weiß nicht. Seid vorsichtig. Mal sehen. Hallo! Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Wir suchen ein Mädchen und einen Jungen. Was haben sie getan? Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Mutter, wir müssen sofort weg. Ja. Verzeihung, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Der Junge, Sie sind es! Komm her! Ah! Nein, wartet! Amicia! Du, halt den Karren auf! Lass ihn nicht entwischen! Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Zeig dich! Meine Schleuder ist noch im Wagen. Weiter. Bleib unten. Lasst uns auch die Felder durchsuchen. Ja, nein, lasst uns nicht die Felder durchsuchen. Ach so, doch, die oberen ja. Aber Steine kann ich noch werfen. Okay. Ja, fuck. Muss ich da hoch? Kann ich da runter? Ich hab keine Ahnung. Hilfe. Da kann ich nicht hoch, ne? Oh, das geht ja schon wieder gut los, ey. Schleuder ist weg, der Junge ist weg. Das andere war offensichtlich meine Mutter, wobei ich die gar nicht so jung in Erinnerung hatte irgendwie. Wo sind die denn jetzt hin? Der Wagen. Sie brauchen dich. Hugo braucht dich. Ja, genau. Da unten ist auf jeden Fall einer. Den sehe ich. Aber da hinten links kann ich hinschleichen. Aber die sind rechts das Feld am... Oh Gott. Am Durchsuchen. Oh, der kommt jetzt wieder zurück, oder was? Nee, das ist das andere Feld jetzt am Durchsuchen. Was ist denn? Ich kann hier oben links nicht hoch, denke ich mal, ne? Gut, sie sind wohl bergab gegangen. Sei schnell und unauffällig. Genau, sei schnell und unauffällig. Schwupp, rein mit dir. Vorsicht, du schaffst das. Sie haben Matthias und Remy restlos verschlungen. Wie töten wir diese Monster? Restlos verschlungen. Bin ich ein Dämon oder was? Wir einen Priester. Nicht aufgeben. Nein, 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 ich gebe nicht auf, keine Sorge. Aber ich muss den Typen. Ohne dich sind sie tot. Der geht nach hinten. Oh, lauf, 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 du blöde Kuh, jetzt beweg dich.
Nein, du hast mich nicht gesehen. Geh wieder weg. Dummes Sackgesicht, dreh dich um und entferne dich von mir. Dankeschön. Oh, da ist noch einer. Oh, ich komme da gar nicht rum. Lauf, lauf, lauf. Beweg dich. Ich denke mal, dass ich rum muss, oder? Ich hoffe es zumindest. Oh, ich kann mir das gar nicht angucken. Das ist so eklig von der Grafik her irgendwie. Jetzt bleibt er auch noch genau hier stehen, oder was? Willst du mich verarschen? Tu deine Harpune weg und geh. Kann ich jetzt nur nehmen, wenn der da hinten ist, oder? Ich denke mal, dass ich hier runter muss. Aber ich muss abwarten. Genau, bis der sich jetzt da wieder rumgedreht hat. Nein? Oh, fuck. Oh, fuck, das geht nicht. Das geht nicht. Es geht nicht so, wie ich jetzt geplant hatte. Sagen wir es mal so. Da müssen wir es anders machen. Da müssen wir nochmal warten, bis er oben ist. Und dann hoffe ich, dass ich ganz schnell da runter kann. Das war nur so komisch am Leuchten. Da habe ich jetzt eigentlich gedacht, ich könnte jetzt was rausnehmen. So, beweg dich, genau. Nicht zurückgucken. Nicht zurückgucken. Nicht zurückgucken. Nicht zurückgucken. Nein, du siehst mich nicht. Was zur Hölle? Mir egal! Du hast meinen Sohn ermordet! Nein, nein, nein! Lauf! Genau, lauf! Das Haus! Was sind das für Arschlöcher? Geh da rein! Los! Oh. Karma! Na los! Die anderen sind den Hügel runter! Sie leben noch! Der Wagen! Meine Schleuder! Hilfe! Habe ich mich jetzt erschrocken? Scheiße! Meine Schleuder! Schnell! Na los! Ja! Zurück! Ach so, ich kann nicht. Ja, drück X. Alarm, Eindringlinge! Mistkerle, ihr musstet ja wiederkommen. Das habt ihr jetzt davon. Ja, lauf! Fuck, warum sind da so viele? Ich dachte, ich muss hier rum. Lauf! Lauf, du blöde Kuh, lauf! Sie fliehen! Ergreift sie! Nein! Komm, beweg dich! Ja, geh da durch, Mann! Hallo! Geh da durch! Ist sie. Will die mich verarschen? Jetzt geh endlich da durch, du Olle! Ja, bloß nicht angreifen! Hey, hier sind Eindringlinge! Schnapp sie! Komm mit! Schnell! Sie sind sicher runter! Gehst du jetzt endlich da durch, du Scheißkuh? Mann! Oh, es ist nicht dein Ernst! Mutter, komm, komm schon! Oh, nein! Okay, das mit X drücken funktioniert wohl nicht so dolle. Ja, hallo. Bin ich jetzt tot oder was? Halt! Mutter, ich komme! Schnell! Nein, laufen! Falsche Taste! Verschont sie! Bitte! Deine Frau hat meine Familie ermordet!
Wen muss ich töten? Bitte! Ruhig, der muss treffen. Du stirbst dann auch. Sie kämpft aber im Dienst meiner Pflicht. Hugo! Er atmet noch. Es ist der Schock. Es ist vorbei. Alles gut. Es ist alles gut. A Plague Tale Requiem.